Marc, hast du denn schon mal davon gehört, dass es eben die ersten Scientists for Future gibt und dass es mittlerweile sogar die zweiten Scientists for Future gibt? Tatsächlich kenne ich nur die Fridays for Futures Debatte. Die Scientists for Futures habe ich jetzt von dir das erste Mal gehört. Dass es vor allem zwei gibt, habe ich noch nicht gewusst, aber es klingt interessant auf jeden Fall. Genau. Die ersten Scientists for Future haben quasi eigentlich nur unterstützt, was die Fridays for Future wollen und haben das einfach nur unterstützt. Mehr nicht eigentlich. Und die zweiten Scientists for Future unterscheiden sich davon. Das ist eine Bundesministerin, eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin und 23 Professoren, Doktoren und so Leute wie ich, auch Musiker, Freidenker, Wissenschaftler, die aus Leidenschaft Wissenschaft betreiben, sogenannte Freidenker. Und diese Professoren haben den jungen Leuten einen 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan angeboten. Das würde bedeuten Kohlestopp 2026 statt 38. Stimmt. Und das würde bedeuten, die CO2-Bepreisung könnte deutlich steiler ansteigen. Gerade hat die Bundesministerin Svenja Schulze ihren CO2-Plan vorgelegt heute. Ja, Jung und Naiv hat darüber berichtet bei der Bundespressekonferenz. Aber die Professoren würden also ein viel schnelleres Ansteigen der CO2-Bepreisung möglich machen, denn die haben nur vor 35 Euro pro Tonne wollen die anfangen. Es wäre besser, mit 50 anzufangen und dann ganz schnell nach oben zu gehen, so schnell es geht. Und das wollen sie nicht, das können sie nicht und wollen sie nicht, weil das Geld fehlt. Und jetzt meine Frage an dich. Du hörst jetzt zum ersten Mal von diesem 900 Milliarden Euro Plan. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen skeptisch sind und das gar nicht glauben können. Was hättest du jetzt für mögliche Einwände? Ich kann verstehen, warum 900 Milliarden Euro als Zahl, natürlich ist es jetzt so die größte Zahl, die ich je gehört habe quasi, was Politik betrifft. Aber wenn das alles funktioniert, was für Einwände, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich top, ich würde das zu befürworten, natürlich. Wenn das klappt, verstehe ich nicht, warum, ich will jetzt nicht persönliche Parteien angreifen, aber warum gewisse Leute oder generell die Bundesregierung nicht aktiver handelt, eingreift, das unterstützt, weil das ist ein ganz klarer, ich will jetzt nicht Amtsmissbrauch sagen, aber geht vielen Leuten gegen den Strich und mir persönlich auch. Ja, also auch manche sagen auch, dieses bis jetzt noch nicht reagieren auf diesen 900 Milliarden Plan ist eben auch ein Stück Amtsmissbrauch oder Schlamperei oder Faulheit oder das kann man nennen, wie man will, weil das ist ja an sich ein Unding, ja, denn wenn man eine Chance angeboten kriegt, sollte man sie prüfen, diskutieren und überall. Was schätzt du selber bei dem, was du bis jetzt gehört hast? Was würdest du schätzen? Die Frau Merkel hat ja eigentlich bis jetzt konkret angeboten, nur den Kohlestopp 2038, nicht 26, ja, sondern 38. Was schätzt du, was der kosten wird nach deren Berechnung? Damit mal klar wird, dass das Geld schon eine Rolle spielt bei dem ganzen Thema. Was schätzt du selbst, was das für eine Summe beträgt? Die Frau Merkel hat schon Probleme damit, diesen Kohlestopp 38 quasi zu genehmigen. Und der kostet sie nämlich nur 80 Milliarden bis jetzt. Ja? Also diese würde sie 80 Milliarden gucken. Und da kriegt sie schon Probleme. Ja? Und da neigen schon manche wieder zurückzuziehen. Also man kann jetzt darüber streiten, ob meine Fakten oder meine Daten jetzt richtig sind. Aber einfach anhand der in meinen Augen gut recherchierten Fakten von Rezo gibt es ja die Theorie, dass 1 Grad Erwärmung momentan da ist und bei 1,5 bis 2 es kein Zurück mehr gibt, wobei das eine steigende Kurve ist. Ich sag mal so, es wurde von ihm gesagt, aber es ist auch irgendwo logisch, 2038 bedeutet im Endeffekt das Ende dieses Planeten. Um es jetzt vielleicht gröber zu sagen, als es ist, aber ich glaube, viele würden jetzt noch sagen, es ist eine Untertreibung. Richtig. Und da sagt jetzt aber das Kabinett Merkel sozusagen, nicht das Klimakabinett, sondern die Merkel'sche Truppe sagt, aber diese 80 Milliarden bis 38, das sind ja in 19 Jahren 80 Milliarden, die tun uns schon so weh, dass wir nicht mehr können, sagen die.
Und deswegen ist jetzt, kommt jetzt die Aussage der 24 Professoren, ja, wenn das euch schon wehtut, umso wichtiger wäre es doch, dass ihr unsere 900 Milliarden annehmt, denn dann tut es nicht mehr weh, weil diese 900 Milliarden sind neues Geld. Also neues Geld, was dazu gebracht wird und niemandem wehtut. Und das können wir doch fürs Klima verwenden und damit schaffen wir den Kohlestopp 2026. Und noch viel mehr, denn mit 900 Milliarden, wir haben das mal ausgerechnet, mit 450 Milliarden schaffen wir den Kohlestopp 26, weil wir müssen ja für jedes Kohlekraftwerk muss ja die erneuerbare Energie hochgefahren werden. Und wir schaffen damit sogar noch einen großen Teil der Verkehrswende. Wir können mit 450 Milliarden noch in die Verkehrswende reingehen. Das heißt, wir können Leute ihre Dieselstinker abkaufen und ihnen emissionsfreie vor die Tür stellen. Es gab ja auch noch die Sache so, dass die Kohleindustrie, ich glaube 20.000, 25.000 Arbeitsplätze würden da wegfallen, irgendwie so vom Verhältnis 20-80, die 20% bei der Kohleindustrie, aber die regenerative Energie mit Windkrafträder, Solar, also so wie ich es als Laie verstehe, würden 100.000 Plätze wieder schaffen. Also man sagt 20.000 Arbeitsplätze gehen verloren, das ist ja so schlimm, aber dass 100.000 dazukommen, das interessiert keine Sau so. Und vor allem, dass man 80 Milliarden aufbringen muss für die Erhaltung der derzeitigen Dinge, das ist ja, habe ich richtig verstanden. Aber ein Geschenk mehr oder weniger von 900 Milliarden nicht annehmen will, kann ich mir nur erklären mit Korruption oder gewissen Verschiebungen, Steuerkarussellen oder wie auch immer. Also ich neige mehr zur Faulheit des Politikers, überhaupt sich klar zu machen, dass man als Politiker selbstverständlich eher aus der Mitte der Gesellschaft kommt und nicht ein Spitzenwissenschaftler ist. Also eigentlich braucht man sich gar nicht zu schämen als Politiker, wenn man sagt, ich könnte das nicht mit den 900 Milliarden. Aber wenn die Wissenschaftler das können, dann sollen sie es doch mal, sollen wir doch darüber reden und wir sollen es mal versuchen. Und erreichen können sie eine bessere Umwelt, steuerliche Entlastung, wirtschaftliche, vieles. Bei Steuern bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber was können sie verlieren? Sie können 900 Milliarden verlieren, die nicht ihnen gehören, die einfach von einem gewissen Projekt stammen. Gerne Buch der Steuerzahler, Mario Barth, fällt mir gerade so ein, ja. was für Verschwendungen gibt, da wäre, glaube ich, dieses Projekt am sinnvollsten. Genau, das ist nämlich auf der Seite der Professoren, ist so eine ganze Liste, die Milliarden, die verschwendet werden jedes Jahr, weil unsere Systeme nichts taugen. Und diese, im Prinzip würden nur diese verschwendeten Milliarden, die quasi großteils an Kriminelle gehen, an Korrupte und so weiter, die würden quasi eingespart werden durch die Reformen der Professoren und dann rüber ins Klima geschoben. Ja, und die tun niemandem weh, weil auf Kriminelle nehmen wir keine Rücksicht. Was wir tun würden, wenn wir zum Beispiel die Gesundheitsreform so machen, dass die Menschen viel seltener Krebs bekommen, dann ist natürlich ein bisschen so, dass die Pharmaindustrie sagt, ja, wir verkaufen zwar unsere Medikamente an 200 Länder der Welt, aber wenn in Deutschland so wenig Leute nur noch Krebs bekommen, verlieren wir etwas Geld. Und da sagen die Professoren, ja, aber bei den großen Einnahmen, die wir volkswirtschaftlich machen, können wir uns sogar den Luxus leisten, sogar die jammernden Aktionäre etwas zu entschädigen, also die Dividenden auf einem gewissen Level zu halten, also keine großen Dividendeneinbrüche zuzulassen. Und dann sind die auch wieder zufrieden, denn das hatten wir ja vorhin besprochen, dass es immer auch Widerstände gibt in der Gesellschaft. Und diese Widerstände will man einfach sanft abfedern, weil wenn man sich mit denen anlegt, dann sind die meisten stärker, denn unsere Politik reagiert auf die Unternehmen. Neuestes Forschungsergebnis der Spitzenwissenschaft lautet, wir haben bis jetzt der Wirtschaft mehr Geld gegeben, wenn sie den Planeten zerstört. Und weniger Geld gegeben, wenn sie keinen Raubbau an der Erde machen. Wir müssen es in Zukunft genau umgedreht machen. Das heißt, du sollst in Zukunft Wohlfühlnoten abgeben, wie es dir wirklich geht als Mensch in dieser Gesellschaft. Ja? Und dann werden deine Gesundheitskostendaten noch von der Krankenversicherung errechnet. Die sieht, ob du häufig krank wirst oder seltener krank wirst und so weiter. Und dann werden alle Gewinne der Konzerne abhängig gemacht davon, wie es dir geht. Das heißt, wenn es uns gut geht als Menschen, gibt es mehr Geld für die Wirtschaft und wenn es uns schlecht geht, weniger. Und das bedeutet, das lenkt jetzt die ganze Wirtschaft Richtung Umweltschutz, Umweltreparatur, Nahrungsreparatur, Nahrungsentgiftung, gesundes Leben. Also die Wirtschaft wird zum Förderer von gesundem und glücklichem Leben. Was sagst du zu diesem Umpolung der Wirtschaft?
Das finde ich sehr gut. Mir ist da jetzt eine kleine Geschichte in den Sinn gekommen, ein paar Sätzchen. Mein Onkel hat mir mal was ganz Schönes erzählt. Und zwar hatte mir, das war nicht mein Onkel, das war ein Freund, aber es geht darum, dass in Japan, China, Thailand, so in östlichen Gebieten, war früher zumindest das System, dass ein Arzt von Haus zu Haus gegangen ist und anstatt Geld zu bekommen, wenn der Patient krank ist, hat er ein bisschen Kleingeld, Trinkgeld bekommen, wenn alle gesund waren. Und zwar stand das Geld vor der Tür. Ja. Wenn kein Geld vor der Tür stand, hat er geklopft und gefragt, wer ist krank. Das heißt, der Arzt war interessiert, wenn der Patient gesund ist, weil erst dann bekam er das Geld. In unserer kapitalistischen Gesellschaft, ich werde jetzt keine Wertung abgeben, ob das gut oder schlecht ist, aber die Sache ist, wenn der Patient krank ist, noch das System mit den Scheinen der Praxen, das kenne ich auch privat, es geht darum, wenn der Patient krank ist, hat der Arzt Profit, ohne die Krankheit des Menschen. Und zu sagen, dass die Pharmaindustrie im größten Teil unmoralisch handelt, da muss man jetzt kein Experte für sein. Ich finde, einfach, das wollte ich mal abgeben, ich denke, das rundet das ganz gut ab. Die Umpolung in Richtung Umwelt, ich persönlich bin dagegen, wenn jetzt alle plötzlich, also ohne Vorteile zu haben, vegan werden und so, aber in einem gesunden Maße, wenn es in Richtung Umweltschutz geht und das wirtschaftlich, was es tut, sich lohnt, dann go for it, dann auf jeden Fall. Ja. Du hast eben den Schlüsselbegriff dieser 24 Professoren gesagt, nämlich wir nennen das die Anekdote vom alten China. Ja, und diese Erzählung fand ich sehr gut mit diesem Geld. So genau kannte ich die noch gar nicht. Wir kennen die in 10 verschiedenen Varianten, aber das fand ich hochinteressant, mit dem, dass das Geld quasi Kleingeld vor der Tür steht für den Arzt, ja, und dass er dann klopft, wenn kein Geld da ist, dann muss ja jemand krank sein und dann hilft er so schnell wie möglich wieder Richtung Gesundheit zu führen. Und durch dieses System war der Arzt immer interessiert, auch präventiv mit den Leuten zu sprechen, vorbeugend zu helfen, dass die nicht ins Unglück reinlaufen und in die Krankheit reinlaufen, sondern sie zu beraten auch und das alles kostenlos zu machen, weil er kriegt ja seine Geschenke, wenn er rumgeht, immer. Und kann davon leben. Und dieses Grundprinzip ist das, was die Wissenschaftler sagen, wenn wir das nicht anwenden, machen wir die ganze Erde kaputt. Weil wir erzeugen Tablettensüchtige, weil es mehr Profit bringt. Wir lassen es zu, dass viele Menschen Krebs bekommen, weil es mehr Profit bringt. Ja? Und das ist Wahnsinn. Wir müssen belohnen für Gesundheitsförderung und der Ernährungsderive da vorne muss mehr Profit kriegen, wenn ich als Kunde nie krank werde. Dann muss er mehr Geld ausgeschüttet kriegen von der Krankenversicherung, weil da ja Gelder eingespart werden. Gibt es so eine Art Gewinnzuschlag für den Rewe-Chef, dann, wenn die Kunden typischerweise seltener krank werden. Ich meine, es kommt mir einfach nur die Idee, wenn du eine Kfz-Versicherung hast und rumfährst und du bist unfallfrei, dann geht deine Schadensfreiheitsklasse runter. Und wenn du bei privater Pflicht oder das System kennt man auf jeden Fall, wenn man keinen Schaden hat oder kein Problem hat, dann kriegt man am Ende des Jahres, bei Strom war das so, genau, kriegt man einen gewissen Betrag zurück. Es wäre doch ein super System, wenn du, je kränker du wirst, weniger als Arzt bekommst, weil du deinen Job, ich meine, manchmal liegt es nicht am Arzt, aber weil du deinen Job einfach nicht machst. Mehr oder weniger, oder schlecht, also ihr wisst, was ich meine, als zu sagen, okay, jedes Jahr, wo du nicht krank warst, Grippe und so passiert jedem, aber wo du jetzt nicht wirklich was Ernsteres hattest, kriegen Ärzte Zuschüsse. Das würde mit Sicherheit weniger Ausgaben kosten und gleichzeitig den Arzt besser entlohnen, als das System, was es jetzt ist, aber es ist nur meine Meinung, ich bin kein Politiker. Genau, und das ist das. Deswegen haben die Professoren das zur Leitlinie für alles gemacht. Diese Geschichte aus dem alten Japan, aus dem alten China, diese Anekdote, ja, diese Geschichte, die ist eigentlich der Maßstab. Wenn wir so nicht unsere Welt reformieren, läuft es in die völlig falsche Richtung. Denn was sagt jetzt der Rewe? Der sagt, ich gucke, dass ich billige Waren im Laden habe. Wie die angebaut werden, ob dabei die gesamte Erde verdreckt wird und vergiftet wird und zerstört wird und dabei CO2 verbraucht wird für Dünger und alles Mögliche, das ist mir doch völlig egal. Hauptsache, ich kriege am Ende billige Massenware in den Laden, die ich verkaufe und was aus den Leuten gesundheitlich wird, ist mir doch im Moment egal. Und nach der Reform wird es genau umgedreht sein. Da würde der Rewe sagen, ich lasse nur noch gesunde Produkte in meinen Laden rein. Meine Zulieferer müssen die Böden wieder natürlich bearbeiten, müssen die entgiften, mit zu Hilfe der Pharmaindustrie zum Beispiel, die Böden entgiften.
Ja, also da sind wir uns also völlig einig. Du hast also genau die gleiche Geschichte als Grundlage. Das ist die entscheidende Geschichte. Und jetzt, wenn du, jetzt zum Schluss, wenn du dich jetzt mal fragst, was könnte jetzt jemand gegen solch einen tollen Vorschlag, unsere gesamte Welt besser zu machen, die dann auch noch 900 Milliarden fürs Klima abwirft, was könnte da jemand dagegen haben? Puh. Denn bis jetzt ist es immer noch nicht angenommen worden. Wir haben viele Gespräche geführt, aber immer noch nie. Verstehen es die Leute nicht oder woran liegt es? Also wir haben ja vorhin gesagt, auch privat drüber gesprochen. Ich habe es, glaube ich, am Anfang erwähnt. Ja. Ich muss jetzt wirklich nachdenken, weil ich einfach an sich, also wie gesagt nochmal, ich bin nicht der krasse Umweltschützer, aber es ist mir wichtig und bla bla. Mhm. Es ist eine super Idee. Puh, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das mit Wirtschaft oder Kapital oder Korruption, wahrscheinlich verlieren die dadurch Geld, aber ich glaube, ich könnte es so erklären, dass der Mensch an sich, anthropologisch, hat Angst vor dem, also wenn er etwas nicht kennt, hat er entweder Angst davor oder er stößt es ab. Eine Zahl wie 900 Milliarden zu sagen und vor allem den kompletten politischen Kurs deutschlandweit und vor allem sind wir das wirtschaftskräftigste Land, vielleicht neben Großbritannien und Frankreich in der EU. Ja, das bedeutet, ja, wir hätten definitiv Einfluss aus der Mitte heraus in alle Himmelsrichtungen. Naja, Angst vor Veränderung. Vielleicht einfach menschliches Versagen und Angst. Ja, das kann ich mir auch am ehesten noch vorstellen, dass man einfach nur Angst vor Veränderung hat. Aber auf jeden Fall hätte ich jetzt erwartet, dass die Fridays for Future einfach Hurra schreien und sagen, darüber müssen wir überall diskutieren, bis wir es verstanden haben. Im Zweifelsfall 3 Tage, bis wir es verstanden haben. Aber komischerweise, ich habe als Reaktion so bis jetzt bekommen mit den Gesprächen, dass man so eher an so eine Revolution wie in Kuba glaubt, zum Beispiel einzelne Personen. Und dann braucht man natürlich dieses Geld nicht. Ne? Einfach nur, dass es für die Leute, die der Meinung sind, sie sind Experten, denke ich gerade an Frau Mortel, Drogenbeauftragte, aber das ist wieder was anderes. Das ist vielleicht das Problem, was Rezo ja deutlich gemacht hat. Die halten sich für Experten einfach nur, weil sie den Titel haben, Minister für irgendwas zu sein. Und dabei verlieren die Fähigkeit zu sagen, ja hoppla, vielleicht muss ich einfach mal von diesen 24 Professoren lernen, wie man eine Reform macht. Und die Professoren haben ja angeboten, das alles kostenlos zu machen, denen zu helfen. Genau, vielleicht liegt es daran, aber irgendwie hängt es da. Und jetzt vielleicht, wenn du nochmal deinen Kanal vorstellst, vielleicht sagst, wie man den findet. Und ja, gerne. Ja, also nur kurz mal darum zur Vorgeschichte. Ich bin in einem jüdischen YouTuber-Netzwerk tätig. Das wurde vor 2 Jahren in die Wege geleitet und das ist ein Auftrag oder ein Projekt Demokratie leben vom Bundesfamilienministerium hier in Deutschland. Es geht darum, Antisemitismus vorzubeugen, was natürlich auch, so gehen wir mal weg von der Judenschiene, Antisemitismus ist genau wie Rassismus und Diskriminierung, ob Moslems oder Juden oder was anderes, menschenverachtend. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich auf meinem Kanal nur über Juden rede, im Gegenteil. Wenn ihr Lust habt, wenn ich das so wenn es euch interessiert, mein Kanal heißt Der Nudelmann. Der Nudelmann, gerne in den Kommentaren, warum, erzähle ich euch dann, warum ich den so genannt habe. Der Nudelmann, wichtiges zusammengeschrieben. Und es geht um Parkour- und Freerunning-Tutorials, was ich privat als Trainer auch mache. Aber auch Vlogs in Israel, Argentinien und seit letzterem auch politische Statements, weil es einfach sehr wichtig ist, auch in die Richtung Fridays for Future, aber vor allem AfD, jüdische Sachen, wenn es euch interessiert. Hey, und wenn ihr wissen wollt, wie ich ohne Haare aussehe oder bei Krav Maga richtig aufs Maul bekomme, dann, nein, kleiner Spaß, aber wenn euch sowas interessiert, bei Krav Maga auch, dann gerne abonnieren, schreibt mir, es würde mich richtig freuen, ich möchte politisch auch ein bisschen aktiver werden und ja. Der Nudelmann zusammengeschrieben, auf YouTube eingeben, da komme ich direkt. Ja, also Marc, dann danke ich dir sehr für das Interview. Ja. Also, und meine Bitte an dich zum Schluss ist diese Geschichte vom alten Japan, macht das jedem klar, dass das der Durchbruch ist in der Wissenschaft. Also diese Grundüberlegung, so muss eine gesunde Gesellschaft aussehen.
Und damit machen wir viel Geld, sparen wir ein und das schieben wir rüber ins Klima. Und dann brauchen wir nicht zu bremsen beim Klima, wie es die CDU macht, sondern wir können richtig Gas geben beim Klimaschutz. Ja. Ne? Ja? Ja. Alles klar. Alles klar. Gute Reise. Ja.